So, jetzt geht es um eine wichtige Eigenheit beim Margin, wenn man Elemente ineinander verschachtelt. Ich erzeuge mal einen Div in einem Div in einem Div. Und in das mittelste oder tiefste Div schreibe ich einfach mal Div rein. Jetzt gebe ich diesen Div-Elementen mal ein Border. Und ein Margin. So, und jetzt sieht man, ja, dass diese einzelnen Elemente, die einzelnen Divs, jeweils an die Innenkante des anderen Elements stoßen. Füge ich auch noch mal eine Farbe ein. Das sind die Divs und das ist die Außenkante zum Body. Jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt schmeiße ich die Border mal raus und gucken wir mal, was dann passiert. Jetzt passiert irgendwie was ganz Komisches. Jetzt mache ich mal hier ein Padding von einem Pixel. Das ist ja nicht viel. Und jetzt ist es wieder so, dass die Margin an die Innenkante des Elternelementes anstoßen. Wenn man also einem Element weder Padding noch Border gibt, dann stoßen die Margins des darin liegenden Elementes nicht an die Innenkante des Elternelements an. Ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel erstellt. Und zwar habe ich einen Header und darin liegt eine H1 und der Header hat eine Hintergrundfarbe. Wir sehen auch hier jetzt wieder einen komischen Abstand. Der Header hat ja kein Margin. Ich gebe dem Header mal ein Margin von 0. Trotzdem, ne, wir haben immer noch den Außenabstand. Ich gebe dem Body auch nochmal ein Margin von 0. Ne? Das wirkt sich hier so ein bisschen an der Seite aus, aber mehr auch nicht. Das, was wir hier sehen, ist das Margin von der H1. Wenn man das jetzt untersucht, macht man das am besten nicht in der Live-Ansicht, sondern ich speichere das mal ab und rufe die Seite mal neu auf im Browser. Das ist jetzt diese Seite und jetzt gehe ich hier mal auf Untersuchen. Jetzt öffnet sich ja wieder der Web-Developer. Jetzt kann ich mir hier das Element aussuchen. Ich klicke mal auf den Header. Jetzt sehen wir hier die CSS-Eigenschaften für den Header. Background Color Margin 0. Ich nehme mal dieses Element hier. Damit kann man so Elemente berühren. Das ist das HTML-Element. Das ist die H1. Und jetzt sehen wir bei der H1 ein Margin von 21,44 Pixel und 0 Pixel unter Margin. Ich wähle die H1 mal aus. Jetzt sehen wir auch hier, oben und unten ist ein Margin, links und rechts nicht. Des Weiteren sehen wir im Browser Stylesheet, also User Agent Stylesheet, ein Margin Block Start und Margin Block End mit 0,67 EM. Man kann ja auch einen festen Wert in EM angeben. Der ändert sich ja dann nur, wenn die Schriftgröße geändert wird. Und genau das, was macht der Browser? Der Browser gibt den Überschriften eben einen Außenabstand nach oben und nach unten. Und der wird nicht mit Margin Top und Margin Bottom definiert, sondern mit diesem Margin Block Start und Margin Block End. Das ist eine andere Schreibweise. Im Prinzip ist Block Start eben Top, Block End ist Bottom, Inline Start ist links und Inline End ist rechts. Aber nur dann, wenn man von links nach rechts schreibt und von oben nach unten. In einer anderen Schreibrichtung ändert sich das. Wenn ich jetzt von rechts nach links schreibe, wäre Margin Inline Start eben rechts, also da, wo es anfängt. Und damit das auf allen Sprachen richtig dargestellt wird, haben sie eben diese Eigenschaften Block Start und Block End gewählt. Wenn ich selber jetzt Margin Top definiere, dann überschreibe ich das hier, ne? Wenn ich also auf meiner Seite jetzt sage, meine H1 bekommt eine Margin von 0 oder Margin Top von 0.
dann sieht man auch, wie das nach oben rutscht. So, ich schmeiß das mal wieder raus. Also, der Abstand, den wir hier oben sehen, ist nicht der Abstand von dem Header, sondern der Abstand von dem H1. Man sieht es auch deutlich, wenn man hier draufklickt. Und dieses Margin stößt nicht an die Innenkante von dem Header an, weil der Header weder ein Padding noch ein Border hat. Sobald ich dem Header ein Padding gebe von 1px, ist wieder alles gut. Jetzt stößt das Margin von der H1 an die Innenkante des Headers an und so erwartet man es ja auch. Also eine ganz wichtige Sache, ja, da muss man sehr aufpassen. Generell kann man sich merken, wenn irgendein Margin auftaucht, oben und unten, was da nicht hingehört, dann ist es dieses Problem, ja, dass das Elternelement kein Padding und kein Border hat. Am besten mal ausprobieren, ne, sobald ein Abstand nicht verschwinden will, von oben nach unten, dann mal überprüfen, ob das eben diese Problematik ist.